Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute darf ich euch wieder ganz viele wunderschöne Kartenideen zeigen, denn wir haben heute wieder unseren Teamgeist. Und da zeigen meine Teammitglieder und ich euch Kartenideen zu einem bestimmten Thema. Und unser heutiges Thema ist Karte für Ruhestand und oder Arbeitskollegen. Und zwar habe ich versucht, dass wir immer zwei Themen für einen Bereich finden und ich euch dazu dann verschiedene Karten zeigen kann. Und ich glaube, das passt ganz gut. Also entweder ihr macht die Karte eben für einen Arbeitskollegen oder für eine Arbeitskollegin oder eben für jemanden, der eben gerade in Ruhestand geht. Da könnt ihr alle Karten dann drauf anwenden. Meine Kartenidee dazu ist diese hier. Schön in Ruhestand habe ich reingestempelt. Und ja. Das Besondere an der Karte ist eigentlich so, ich habe versucht, sehr schlicht das Ganze zu machen, aber nicht ganz eintönig von der Farbe, sondern schon ein bisschen bunt. Und deswegen habe ich einfach eine grundweiße Karte mit ein bisschen Aquamarin hinterlegt. Da drauf ein großes Etikett, das ist mit bestickter Umrandung und mit diesen Laubblättern, die so schön fallen, mit diesem Herbstlaub geprägt, aber nur teilweise, damit unten der Spruch noch schön Platz hat. Und das Ganze habe ich dann mit Blending-Pinseln oder mit diesen Blending-Puddles koloriert. Und zwar mit Wassermelone, mit einem Orange, ich glaube Kürbisgelb und mit, ich glaube, Safrangelb war es. Und so habe ich dann auch die Innenseite gemacht, dass ich das hier runter noch so ein bisschen koloriere. Und dann dachte ich als kleines Spezial, dass man eben hier vorne auch noch an der Seite ein bisschen Farbe hat, würde so eine Randstanze auch noch ganz cool ausschauen. Und so ist die Karte entstanden. Hier nur ein paar durchsichtige Glitzis drauf und ich finde die Karte sehr cool. Also mal was anderes von meiner Seite aus, glaube ich. Also ich hoffe, sie gefällt euch auch ganz gut und ist eben für den Ruhestand. Genau. Und jetzt zeige ich euch die erste Karte von meinen Teams. Und zwar haben wir hier die Karte von der lieben Petra. Die sieht jetzt schon total mega cool aus, oder? Ich zeige euch mal kurz die Materialliste, also quer passend gestempelt. Und jetzt, wie funktioniert diese Karte? Oh, wie cool. Schaut's mal. Oh, ist das eine schöne Karte. Die ist ja mega schön. Also die kann man ganz flach verschicken und dann kann man die hier so richtig schön wie so eine, also wie so eine Würfelkarte schon fast wieder, aufstellen. Und die sieht toll aus. Hakuna Matata, das müssten die echten Einhörner sein, oder? Ja, genau. Alles Gute zum Ruhestand. Und dann hier unten nochmal eins und den Hintergrund noch mit Blättern ausgestanzt und draufgeklebt. Also das ist ja eine coole Kartenform. Die muss ich auch basteln. Also die gefällt mir total gut. Da muss ich ein bisschen gucken, wie die funktioniert und dann bastle ich die auch. Die gefällt mir mega gut. Vielen, vielen Dank für diese geniale Idee, Petra. Da steckt unglaublich viel Arbeit auch in der Karte. Das ist alles schön hinterlegt und dann sind hier ganz viele einzelne Stanzelemente. Diese Blätter, dann hier diese Bäume, diese schönen, also die erinnern ja voll auch wieder an Urlaub. Quasi, wenn man in Ruhestand geht, dann kann man gleich nach Afrika reisen. So wirkt diese Karte total toll. Und die sind so witzig, oder? Die sehen so nett aus. Also ich hoffe, ihr seht das gescheit. Ich halte es jetzt mal nochmal so hin, weil wenn ich das immer andersrum halte, dann sieht man das vielleicht ein bisschen schlecht. Also das ist eine total schöne Karte. Vielen Dank, Petra. Und ich muss unbedingt ausprobieren, wie das geht. Und vielleicht nehme ich euch da auch ein Video auf. Die gefällt mir total gut. Dankeschön für diese geniale Idee. Die nächste Karte ist auch eine wunderschöne Karte, finde ich. Die ist von der lieben Anna. Und die ist auch total schick. Voll schöne Farbkombinationen. Ich würde sagen, dass das Zimt ist, glaube ich, hier vorne. Dazu Abendblau. Würde ich jetzt mal behaupten. Und die ist witzig, oder? Schaut genau gleich aus, total schön. Passend dazu das Kuvert und hier vorne alles Gute zum Ruhestand. Geprägt mit der Holzprägeform. Und ich finde, das ist auch eine tolle, tolle Kartenidee für einen Mann. Da finde ich, ist es ja eh immer schwierig und da könnte man diese Karte auch super verwenden. Hier hinten ist noch ein Goldblatt, das so ganz dezent noch so ein bisschen Glitzer reinbringt oder ein bisschen funkelt, aber das finde ich, kann man für den Mann super verwenden und finde ich eine ganz schöne Karte. Ganz besonders toll finde ich auch das hier vorne. Da hat sie einmal die Umrandung ganz eckig ausgeschnitten und die Drauflage ist
Wahrscheinlich ist es eine Stanzform, aber theoretisch könnte man sich das auch selber so ein bisschen leicht abgerundet zuschneiden und das macht sich voll gut. Das finde ich, ist voll elegant, wirkt das. Also ich finde das eine klasse Idee und ich finde das, ja, wie gesagt, auch super für einen Mann. Vielen, vielen Dank, liebe Anna, für diese schöne Idee. Toll, gefällt mir richtig gut. Die nächste Kartenidee ist von der lieben Heike. Die finde ich auch total cool. Einmal eine Umarmung aus Papier und nur für dich. Und hier, oh, die ist ganz schön groß, oder? Also die ist wirklich groß, die ist ganz schön hoch. Das ist aber total cool gemacht. Hat sie die, ich wollte schon Seifenblase sagen, also manchmal fehlen mir die Worte. Die Sprechblasen benutzt alles, was man sich so wünscht für den Arbeitskollegen oder die Arbeitskollegin. Einmal viel Glück, tschüss, du fehlst, beste Wünsche von uns allen, Bussi, danke, leinenlos, Ade, wir denken ganz fest an dich und liebe Grüße. Das Ade finde ich auch sehr witzig, selber drauf geschrieben, passt super. Also ich finde, das ist eine total schöne Karte. Am Horizont warten neue Wege, lieben Dank, Umarmung aus Papier. Ist doch toll, oder? Wenn man sowas bekommt. Wunderschön. Hier findet ihr die Heike und ich finde, das ist eine tolle Karte. Ich finde diese Sprechblasen insgesamt total schön und ich finde es das toll, dass sie das so umgewandelt hat und dass man das wirklich perfekt auch auf dieses Thema umbauen kann, sozusagen, oder ummodeln oder dafür verwenden kann. Und hier ist die Materialliste. Genau, Sprechblasen heißt es. Wirklich schön. Ich finde die Karte total cool. Dankeschön, Heike. Habt ihr gesehen, da sind auch überall kleine Herzchen drin. Also die ist sehr mit ganz viel Liebe gestaltet. Überall kleine Herzchen. Voll schön. Und die zweite Karte von der Heike, die ist auch toll. Wow, die sieht ja auch klasse aus. Die ist alles Gute zum Ruhestand. Das ist die Ruhestandskarte und die ist auch im Prinzip so ähnlich gestaltet und sieht aber komplett anders aus. Aber von der Grundidee sehr ähnlich eigentlich oder sehr, passt eigentlich sehr gut zusammen. Also, wir haben hier vorne einfach mal ein Etikett an die Karte hingehängt. Das finde ich total schön und auch eine super Idee. Und dann im Hintergrund sind die ganzen Sprüche und die hat sie alle embossed. Silber, Kupfer und Gold mit Weiß. Dann hier dieses funkelnde Schwarz. Seht ihr das mit diesem Glitzer drin? Ich weiß gar nicht, ob es in der Kamera rauskommt. Einmal die Sprüche atmet durch. Am Horizont warten neue Wege. Vielen Dank, du bist wundervoll. Juhu, sei frech, wild und wunderbar. Das ist ja cool. Das ist eine gute Idee, weil das eigentlich so ein Kinderspruch ist. Gell? Das passt ja natürlich auch zum Ruhestand. Wow, vielen Dank an einen lieben Menschen. Freude, das Abenteuer beginnt. Nice, viel Glück und bleib so, wie du bist. Also total schön, die Sprüche so unterzubringen, alles unterschiedlich zu embossen. Und das hier ist so schön, das sieht total cool aus. Und wenn man das so ein bisschen bewegt, dann leuchtet es so schön und glänzt so schön durch das Embossen. Das finde ich immer total schön. Und ich finde die Farbe, die Farbkombination auch sehr toll. Stell dir vor, dein Leben wird traumhaft und du bist schuld. Was für ein passender Spruch. Sehr cool. Und hier findet ihr die Materialliste dazu. Also ich finde die total schön. Vielen Dank für diese schöne Idee. Cool. Könnte man, wenn man jetzt zum Beispiel das Stempelset hat, das zu den Sprechblasen passt, vielleicht auch die ganze Karte so machen. Weiß ich nicht genau, ob das passt, aber das wäre auch eine Idee, wenn ihr mit diesem Set noch Ideen braucht, dass ihr das dann vielleicht auch versucht. Und das finde ich aber auch total schön, weil es eben so viele verschiedene Schriftarten auch sind und das passt super gut zusammen. Sieht toll aus mit dem Embossing. Vielen Dank, Heike, super schöne Ideen. Und die nächsten beiden Ideen sind von der lieben Nadine. Von Hängebauchmaus. Ihr findet die Nadine hier. Und das ist die Materialliste zu den ersten, zu dem ersten, zu der ersten Karte. Ihr habt auch eine Anleitung auf YouTube. Und ich muss sagen, wie mega cool ist denn das, oder? Also da muss man doch total lachen, wenn man das so sieht. Gehwagen, Stock, Hut. Einfach total witzig. Und hier steht dann, wenn man es aufmacht, endlich Gartenzwergzeit. Das ist so eine coole Karte. Endlich immer Wochenende, endlich ausschlafen, endlich Zeit für Abenteuer, endlich Zeit für Hobbys, endlich Zeit für den Garten, endlich Zeit zum Reisen. Also das ist eine mega coole Kartenidee. Total schön, oder? Und total Nadine irgendwie. Also das ist wieder so eine Idee, da muss man wieder drauf kommen und das finde ich genial, dass du das so super cool gelöst hast.
Hier vorne auch die Zwerglein so schön koloriert. Alles so schön. Oh. Also das ist eine total coole Karte. Wirklich. Finde ich mega, mega klasse, die Idee. Und wenn das nicht mal eine richtig mega gute Kartenidee ist für den Ruhestand, dann weiß ich auch nicht. Also die ist echt klasse. Vielen, vielen Dank für diese coole Karte, Nadine. Und auch die nächste Karte sieht total genial aus. Auch hier gibt es eine Anleitung bei ihr, Hängebauchmaus, bei YouTube. Und ich halte euch mal das Material kurz so ins Bild, dann könnt ihr wieder Pause machen, wenn ihr es genau anschauen wollt. Und die sieht auch wieder megamäßig aus. Was sagt man dazu? Da fällt einem wieder nichts mehr ein. Das ist wieder so eine Karte, die einen sprachlos macht. Und zwar ganz flach, wunderschön die ganze Weltkarte drauf, gute Reise in den Ruhestand mit dem Globus-Set, das ist so schön, das sieht so toll aus. Sieht irgendwie auch total, weil es noch so wie foliert ist, ganz spezielles Designerpapier, würde ich sagen. Oder es ist ganz oft embossed. Auf jeden Fall kann man das dann hier aufmachen. Und dann bleibt der Globus hier sozusagen stehen. Also das hinten drin, seht ihr das? Ein kleiner Mechanismus eingebaut, dass der gleich Vorderseite und Innenseite dekoriert. Boah. Wunderschön, ganz tolle Idee und auch eine super Idee für einen Mann. Hier ist es, glaube ich, noch so aufgeritzt an der Seite. So aufgefächert. Sieht total klasse aus. Wow. Da hat man auch viel Platz zum Schreiben. Und ich finde das wunderschön, dass sie hier das. Dass er das Designerpapier eben noch bestempelt hat mit der Weltkarte, das ist echt toll. Und dieser Globus, der dann eben vorne und hinten so, oder vorne und innen so schön ist, einfach eine klasse Karte. Wunderschön. Vielen, vielen Dank, Nadine, für diese geniale Idee. Und auch unglaublich aufwendig, glaube ich. Sieht sehr aufwendig aus. Ihr Lieben, ich hoffe, dass ich jetzt hier alle Karten schön reinbekomme. Also geniale Ideen. Ich hoffe, es gefällt euch auch so gut wie mir. Ich danke euch ganz herzlich fürs Mitmachen, ihr Lieben. Und fürs Bereichern und fürs Ideen geben. Und euch Zuschauern hoffe ich, dass es gut gefallen hat und dass ihr tolle Ideen mitnehmen konntet für eure nächste Karte zum Ruhestand oder für die Kollegen. Und wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt oder wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne meinen Kanal noch nicht abonniert habt und meine Videos aber mögt, dann könnt ihr gerne meinen Kanal auch abonnieren. Und dann drückt ihr gerne die Glocke, dann werdet ihr mal kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich freue mich auf euch, bis zum nächsten Mal. Kreativ etwas Neues. Danke fürs Zuschauen. Tschüss!